Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Ich habe jetzt etwas länger eine kleine Pause gemacht. Mir war einfach überhaupt nicht danach, irgendwas aufzunehmen in irgendeiner Form. Ich habe ein bisschen von mich alleine vor mich hingespielt, aber auch gar kein Stellaris, sondern andere Spiele, um mich ein bisschen abzureagieren mit dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Da fällt es mir schwer. Ich habe mal ein bisschen geguckt, auch auf Twitch, was die so machen. Ich könnte das gar nicht. Wie kann man da so, so Party machen und feiern? Ist mir jetzt persönlich fern, aber gut, ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen anders. Es kamen inzwischen ein, zwei Fragen auf. Das fand ich ganz cool. Wir fangen mal an mit dem Vorschlag vom Frank, was ich cool finde. Danke, Frank, dafür. Und zwar, wir möchten ja unsere Regierung reformieren. Wir möchten nicht mehr xenophob sein. Wegen der Ukraine-Geschichte habe ich keinen Bock auf sowas momentan. Und deswegen müssen wir uns ja Parteien öffnen. Ja? Am Anfang, und wir sind noch relativ am Anfang, da haben wir noch nicht viele Parteien. Wie ihr sehen könnt, wir haben spiritualistische, wir haben xenophobe, wir haben pazifistische und wir haben militaristische Parteien. Was wir aber möchten, das ist die xenophile Partei, weil wir uns der öffnen möchten, weil wir ja die Leute empfangen möchten. Wir möchten ja die Guten sein. Ja, das gibt's so nicht, gut und böse, aber ihr wisst, was ich meine. Wir möchten auf jeden Fall den Menschen helfen, eben so gut wie es geht. Wir möchten denen helfen. So. Und da uns momentan, ich habe ein bisschen Schiss, das gleich umzusetzen, aber wartet mal, da uns momentan die xenophile Partei noch fehlt, die haben wir noch nicht, ja, hat Frank vorgeschlagen, und da bin ich mir sicher, dass es so funktioniert. Das klingt absolut mega plausibel. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, ob das so ist. Aber wenn wir die xenophobe Partei unterdrücken, ja, was wir jetzt auch machen, werden wir automatisch das Erscheinen der xenophilen Partei fördern. Natürlich haben wir auch ein Riesentheater jetzt bei uns im Reich, weil das eben die größte Partei ist. Und wenn wir die größte Partei unterdrücken, dann gibt es Probleme. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich hätte das lieber gemocht, eigentlich, ja, wenn wir die xenophobe Partei dann unterdrückt hätten, wenn wir die Xenophile schon haben, dass die gleich wohin können. Aber wenn dadurch die xenophile Partei schneller erscheint, umso besser. Umso besser. Okay. Dann möchte ich euch eine Sache noch zeigen, das habe ich auch nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, weil es eigentlich wichtig ist und man das wissen muss. Ja, also erzähle ich euch jetzt die Geschichte. Autorität hat als Reichsmodifikator Machtprojektion plus 1. Das ist auch so ein bisschen ein Problem von Stellaris. Viele Sachen werden nicht erklärt. Es gab noch ein, zwei Sachen, die werden wir vielleicht später irgendwie sehen, die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, die man erst nachlesen muss. Und das fände ich schön, wenn das in-game geklärt werden könnte. Aber zum Beispiel Machtprojektion. Erzählt einem kein Mensch, was das ist. Es gibt auch keinen Link hier im Spiel, es gibt gar nichts. Ja? Machtprojektion bedeutet, dass wir hier oben beim Einfluss, seht ihr, wir produzieren Einfluss durch Machtprojektion 1.01. Interessant, oder? Da steht jetzt drin, dass wir 1, also plus 1 durch Machtprojektion kriegen. Was steht da nicht drin? Ja? Ein Einfluss. Moment, also seht ihr Machtprojektion 1.01? Wenn wir nochmal in die Regierung reingucken, steht hier nur dran, Machtprojektion plus 1. Geil. Okay, muss man wissen, ja? Ich find's total beknackt, um ehrlich zu sein. Schreibt es doch rein, macht doch kein Ratespiel aus eurem Spiel. Erklärt's doch den Leuten, ja, dass man es auch nachvollziehen kann. Aber ich habe das rausgefunden, finde ich sehr cool. Okay? Finde ich sehr cool hier, Machtprojektion 1.01. Und was aber der Modifikator ist, dass wir eine Machtprojektion von 1.01 haben und nicht 1.0. Das würde ich gern wissen, und das wird einem halt nicht so richtig erklärt. Na gut. Was steht hier unten? Okay, da unten steht's, es wird erklärt. Okay, Moment. Wir lesen einfach mal den Text durch, vielleicht bin ich auch zu doof. Also, Moment. Einfluss repräsentiert politische Macht und wird für vielerlei Aspekte eingesetzt, unter anderem für das Fingieren von Ansprüchen und das Errichten von Außenposten. Der Zugewinn bleibt während des ganzen Spiels mehr oder weniger konstant, kann aber erhöht werden, indem ihr andere Reiche zu Rivalen erklärt oder eure Machtprojektion erhöht. Und wie man das macht, keine Ahnung. Machtprojektion gewährt bis zu 2 Einfluss, abhängig davon, wie viele Schiffe ihr im Vergleich zu eurer Reichsgröße habt.
Okay. Schiffe im Vergleich zu unserer Reichsgröße. Haben wir das auch irgendwo stehen? Reichsgröße ist 225. Zu dem Thema kommen wir auch gleich, aber das war nämlich die zweite Frage. Reichsgröße. Und jetzt haben wir hier Schiffe. Steht hier was? Ah, da unten steht es dran. Machtprojektion. 1.01, 33% maximal. Okay, wir können eine Machtprojektion von 3 haben. Gut, im Normalfall hast du eine Machtprojektion von 2. Ja? Weil wir ein Imperium sind, können wir eine Machtprojektion von 3 haben. Alles klar. So, die Flottenabdeckung. Wir haben ein Drittel abgedeckt. Das heißt, wir würden die Flottengröße 76, Flottengröße 8, also mal 2 ist 76, okay. Basis 100 mal. Also, man muss quasi unsere Flotte nehmen. Unsere Flottengröße von 38 sieht man hier oben. Die verdoppeln. Und das ist dann die Flottenabdeckung im Vergleich zur Reichsgröße in Prozent. Total easy, oder? Das versteht auch der Letzte. Richtig, richtig easy peasy, alles klar. Ja, dann sollten wir das doch machen, wenn wir ein Imperium sind. Und unsere Spezialität eben ist, viel Einfluss zu gewinnen. Dann sollten wir das doch auch ausnutzen, oder? Finde ich schon. Das heißt, wir müssen Schiffe pumpen. Wir müssen Schiffe bauen. Und das ist knallt, um unser Imperium ja, entsprechend zu vergrößern. Und ein Imperium in der Welt des Imperiums, das wir momentan haben, das größte ist eben Amerika. Und die haben auch die Luftherrschaft. Und die haben auch die Seeherrschaft. Die haben am meisten Flugzeuge, die haben am meisten Flotten. Die können, ja, quasi die ganzen Weltmeere, dann könnten sie kontrollieren. Und so müssen wir das auch machen als Imperium. Oh yes. Ach Leute. Hochinteressant. Okay. Gut. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar ging es darum, hier im neuen System die Reichsgröße. Ja, verdammt. Früher, da haben wir unsere Verwaltungsgebäude gebaut und dann wurde die Reichsgröße eben entsprechend angepasst. Ja, oder wir hatten das im Griff und haben dann keine Mali bekommen. Auf Technologiekosten und Traditionskosten. Nein. Aber jetzt geht es nicht mehr. Das gibt's so nicht mehr, ja. Ich habe bis jetzt noch kein Gebäude erforscht. Das erforschen wir vielleicht noch, mit dem man dann die Reichsgröße senken kann oder anpassen kann. Gibt's aber nicht. Aber was es gibt, für denjenigen, der das machen möchte, ja, kann die Regierung reformieren und man kann hier gucken. Da, wo ist es? Diktatorisch. Reichsgröße minus 10%. Okay? Also wenn wir diktatorisch sind, haben wir eine Reichsgröße, die 10% kleiner ist. Hier, das Schwarmbewusstsein, na, hier, hat sogar eine Reichsgröße von minus 25%. Eigentlich schon mega, oder? Die Reichsgröße, da haben sie einen Vorteil. Und die Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner ist auch mega. Wir haben noch nie ein Schwarmbewusstsein gespielt. Wir haben die Maschinenintelligenz haben wir mal gespielt. In einer der Staffeln. Was auch ziemlich geil war. Da waren wir die HAL, wir haben uns genannt, HAL 9000, irgend sowas. Das hat es mir alles gelöscht, als ich meinen PC neu gemacht habe. Wahrscheinlich hatte ich es nicht in der Cloud gespeichert. Ja, hat es uns mal alles vernichtet. So, und dieses Unternehmen, ja, hat aber eine Reichsgröße von plus 25%. Wobei ich mich jetzt halt frage, monatliche Einigkeit plus 10%, aber Reichsgröße plus 25%. Und wenn man jetzt mal hier hinguckt, die Traditionskosten, die ja mit Einigkeit bezahlt werden, steigen halt auch quasi proportional an zur Reichsgröße. Also ist das irgendwie komisch, dass gerade die Einigkeit sich dann erhöht und die, das, keine Ahnung, ist das nicht ungefähr, ja, dass sich das nivelliert, wie sagt man, dass sich das gegenseitig aufhebt? Keine Ahnung. Naja, gut. Es gibt noch eine Sache hier unten, und zwar der Zufluchtsort. Nö. Nicht der Zufluchtsort. Hier, Leuchtturm der Freiheit. Da ist die Reichsgröße von Bewohnern um 15% gesenkt. So könnte man auch die Reichsgröße senken. Andere Möglichkeiten fallen mir gerade nicht ein. Gut, und was ist dann die Lösung? Was ist die Lösung zu den steigenden Kosten für Technologie und für Tradition? Natürlich müssen wir auf Planeten extra mehr Forschungszentren bauen und auch Gebäude, die eben Tradition generieren. So ist es. Leute, es ist es. Was soll man machen sonst? Gell? Okay, gut, Freunde.
Wir haben uns an das, was ich mich erinnere, im Krieg befunden. Genau. Gegen die Obevni Slayers. Und die haben Flotten aus der Tasche gezaubert. Da schlackert man mit den Ohren. Die haben da richtige Dinge. Die haben uns auch komplett vernichtet mal. Einfach. Unsere Flotte hier ist immer noch auf der Flucht. Die Red Fleet. Die ist aber Gott sei Dank nicht ganz so vernichtet. Die wird irgendwann wieder auftauchen. Ich glaube, man kann sogar irgendwo gucken, wann sie auftauchen wird. Oder? Steht das irgendwo? Hier. Rückkehr 2256, also in eineinhalb Jährchen, ungefähr in einem Vierteljährchen. Ja, naja gut. Und dann haben wir uns entschlossen, diesen Frieden eben zu schließen. Und das Gute ist ja, dieser Frieden, den wir mit solchen Völkern hier schließen, mit diesen fanatischen Säuberern, die sind ja das Böse. Das ist ja so schön in dem Spiel, da kann man gut zwischen Gut und Böse unterscheiden. In der Realität kann man das nicht so leicht. Ja, in der Realität gibt es es auch so nicht, weil normalerweise jeder von sich denkt, er ist der Gute. Und ja, keine Ahnung, schwierig. Jedenfalls, wir haben den Planeten, das System Pasch bekommen. Und da ist der Planet Pasch 2a und das ist eine kontinentale Welt. Und ja, voll gut. Voll gut. Und die werden wir kolonisieren. Uns fehlen aber noch ein bisschen Legierungen. Ja, auf jeden Fall. Wir befinden uns momentan im Frieden. Das ist sehr gut. Genau, jetzt haben wir hier einen ganzen Haufen Konstruktionsschiffe auch. Ja, die wir gar nicht alle eigentlich brauchen. Was wir davor geschaut haben, war immer... Da haben wir die Legierungen. Dann werden wir gleich mal kolonisieren. Also, wir haben sogar schon die Kolonie geplant. Ja, umso besser. Dann können wir das normalerweise gleich in die Flotte stecken, um mehr Einfluss zu generieren, den wir nutzen. Ah, das ist unser Schiff schon. Unser Kolonisationsschiff. Oder Kolonisierungsschiff. Und wenn man jetzt mal guckt. Ich bin nicht Patrouille. Ja. Ja. Zack. Gucken wir uns mal an. Ich finde diese Schiffe so schön. Von den aquatischen hier. Von innen zum Kotzen, ja. Mega scheiße, aber von außen, so über den, wenn man es jetzt nicht so vielleicht so ranzoomt und nicht zu genau hinguckt, dann sieht das richtig gut aus. Oh. Skandalöse Beleidigung. Ein Abgesandter aus Felnol Corporate Alliance hat es gewagt, die wahren Gefühle seines bedauernswerten Reiches über uns preiszugeben. Offenbar während einer Konferenz mit anderen anonymen Parteien. Diese absurde Beleidigung hat eindeutig das Ziel, uns zu erniedrigen und ganz gleich, ob wir dieser grundlosen Verleumdung Beachtung schenken oder nicht. Der Stolz verlangt, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Das ist unerhört. Das gibt's ja nicht. Oder das ist unsere Verachtung nicht wert. Wir möchten momentan, wir möchten ja xenophil werden, okay? Und dann werden wir die 10 Einfluss, wir haben mehr als genug Einfluss, werden wir die 10 Einfluss ausgeben. Kein Problem. Ach Leute, irgendwie macht es auch wieder Spaß, wieder aufzunehmen. Das hat mir gefehlt. Ich mache das nämlich echt gerne. Muss ich nochmal so sagen. Es gefällt mir schon ganz gut. Ist doch cool. Okay. Jetzt guck mal hier, unsere kleine Flotte. Die kannst du voll in der Pfeife rauchen. Das ist mega zu vergessen. Aber, wir haben hier noch die Indigo Fleet. Dann kommt ihr mal hier rüber. Kommt hier, darüber. Ja. Genau, sehr gut. Ansonsten, pirateriemäßig sieht es bei uns eigentlich sehr gut aus. Hier oben, ja gut. Ein Rodan, da haben wir. Wer ist gestorben? Wilfred Walpole, unser altehrwürdiger Gesandter, ist verstorben. Eieieiei. Okay, der war. der war mit der Verschlechterung der Beziehungen hier beschäftigt. Gut. Ja. Machen wir das weg und hier oben im Einsatz vermisst. Gut, das wissen wir, dass die Flotte im Einsatz vermisst ist. Ja, wir haben jetzt das Problem des inneren Umbruchs. Wir müssen mal gucken auf unsere Planeten und dann werden wir feststellen, dass die Bevölkerung, die ist da gar nicht so glücklich. Geht noch. Stabilität ist in Ordnung. Alles gut. Gucken wir mal hierher. Was seid ihr? Ihr seid Xenophob. Zufriedenheit geht auch noch. Wir unterdrücken doch die Xenophoben, oder? Nochmal runtergehen. Wir unterdrücken doch die Xenophoben. Ja, wir unterdrücken die. Ist noch mal gut. Wir unterdrücken die Xenophoben. Na dann. Oh, Leute.
Gut, weil normalerweise müssten die ja jetzt einen Malus kriegen. Wir müssten das auch sehen können. Moment, wir schauen uns das gleich an. Ich möchte noch mal nur ganz kurz mal kurz hier schauen, ob wir da was sehen können. Zufriedenheit. Aktuell 47 Bürger, 45% Zustimmung. Da steht's drin hier. Fraktion unterdrückt, der unterste Punkt, minus 20%. Alles klar. Salorim Stark, Erzprophet, finden sie gut. Ja. Und dann. Ja, passt. Passt alles gut. Okay. Gut. Erstkontakt in Wankwold. Wir haben Erstkontakt mit der Epsilon Menace gemacht, aber wir haben keinen... We are spreading our faith to a new world. Bei den Obebni Slayers haben wir ein Spionagenetz und das würde ich eigentlich fast gern lassen. Ja, und ein bisschen mal jetzt die Obebni Slayers denen mal gucken, zeigen, wie das hier so richtig funktioniert. Wir haben, warum? Ja, weil das uns so viel kostet, aber... Wir beginnen das mal, wir machen das mal. Wir sammeln Informationen. Ja, Construction complete. Lass uns mal krachen. Gucken wir mal. Wir verkaufen. Ah, blöd. Kleinvieh macht auch Mist. Alles gut. So. So machen wir das, okay. Unbekannte Entität, das ist die Epsilon Menace, ist in Ordnung. Und im Mantel haben wir was gebaut. Ja, schaut mal, hier sieht es schön aus jetzt. Da sieht es ganz schön aus. Und wir haben jetzt auch noch ziemlich lange Frieden. Wir haben eine Schiffswerft, wir haben einen Hangar. Und wir könnten, auch wenn wir jetzt umbauen würden hier. Ja, das hier noch holen für den Handelswert. Das würden wir auch machen. Jetzt mal kurz gucken, was wir da wegtun. Den Hangar. Den Hangar. Ich würde sagen, wir machen eine Wissenschaft. Eine Wissenschaftsstation machen wir weg und bauen dann Handelsknoten hin. Ja. Und nehmen das mit. Das passt gut. Das passt gut. Das passt sehr gut sogar, Leute. Ja, und so läuft es halt. Hier. Ah, jetzt haben wir auch wieder ein gutes Plus hier oben. Ein sattes Plus, wie man so schön sagt. Voll gut. Jetzt gucken wir mal. Wir bauen hier ein Mantel. Da war doch auch irgendwas gewesen. Ohne Schilde? Nee, nicht ohne Schilde. Das war dann gegen die da unten. Construction complete. Zerstörer. Die haben wir doch nicht Obefni-Klasse genannt. Doch, Obefni, weil sie gegen die Obefnis kämpft. Ist klar, oder? Alles klar. Also das heißt Mittel, small, 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 Mittel, small, small, small. Das war's schon. Kostet halt auch einen Haufen, gell? Alles gar nicht so teuer. Und wir haben Kreuzer. Ah, und da haben wir auch, können wir auch hier Kreuzer der Obefni-Klasse machen. Da würde ich auch einen Kreuzer mal tatsächlich Construction complete. Besorgen. Und das ist ja das Geile an dem Mod von Firal eben. Der galaktische Markt gegründet. Die unglaubwürdigen Xenos von dem Webian Hive. Das wollten wir doch machen. Wir wollten uns da... Egal. Wir wollten das mit der Sklaverei noch ausprobieren. Das machen wir auch. Die Sklaverei probieren wir. Einfach, weil wir es noch nie gemacht haben. So. Ich bin ja voll der Mega-Pazifist, aber gleich mal in den Sklavenmarkt gehen. Nee, das möchte ich mal einfach ausprobiert haben. Von der Spieltechnik her, dann gehen wir in den Markt. So, gehen wir in den Markt rein. Sklavenmarkt. Aha. Okay, was kostet das? Die Kosten, wir können Plantoiden und so. Nekroiden, robotische auf dem Sklavenmarkt. Ja, ist ja abgefahren. Echt jetzt? Das können wir machen. Soja Secundus. Was heißt das hier? Die können hier zu 100% leben? Können auf jedem Planeten zu 100% leben, oder was? Ist ja witzig. Okay, also jetzt nur mal ein Test. Wir werden dann jetzt auch nicht so viele kaufen. Wenn wir nämlich xenophil werden, ist dann mit der Sklaverei wieder schlecht. Okay. Da haben wir...
Gut, die Sklaven können ja eigentlich keine Spezialisten sein, oder? Dann sollten wir vielleicht nach Soja Secundus mal gehen und da Bergarbeiter uns einkaufen. Okay. Was ist das? Bewohnbarkeit plus 200%. Ja, das ist natürlich gut. Ein Tundra plus 60, der ist auch ganz, ein ganz ordentlicher Junge hier. Der hier ist Ari, da ist Tundra schlecht, aber hier der robotische? Der wäre doch ganz cool, oder? Ist der jetzt gekauft? Ich raff das schon wieder nicht. Ich kaufe mal noch einen. So. 11 und 13. Okay. Jetzt gehen wir auf Soja Secundus. Voll interessant, ich habe das noch nie. Wir haben das noch nie gemacht. Sehr geil. Hier Soja Secundus, guck mal, Unerwünschte. Nein, ihr seid keine unerwünschten Leute. Ihr seid klar. Ach, weil Roboter unerwünscht sind. Oh Gott, ich bin so dumm. Weil wir doch religiös sind. Wir mögen keine Roboter. Oh Gott. Ja, vielleicht mögen wir jetzt Roboter. Was meint ihr? Mögen wir Roboter? Mögen wir Roboter? Wir mögen jetzt Roboter. Oh Gott. Hat es wieder... In unserer heiligen Party gibt es jetzt Ärger, oder? Hier bei den Spiritualisten. Leere Hüllen. Ja, finden sie schlecht natürlich. Ja Leute, ich kann euch auch nicht helfen. Aber wir gehen wieder in Soja Secundus. Gucken jetzt mal rein. So, ja, jetzt haben wir hier... jetzt haben wir hier Arbeiter. Und ich finde es halt einfach mega gut. Robotische... Also, sorry. Robotische Sklaven, sag ich mal, können wir vielleicht schon... mit unserer Ethik. Versteht ihr? In Einklang bringen. Würde ich mal sagen, dass wir das können. Ja, voll cool. Voll gut ist das. So, jetzt haben wir keinen verfügbaren Job mehr und uns fehlen auch Dienstleistungen. Aber wenn er hier abgegradet haben wird, Futur 2, ja, dann werden wir ja, okay, ihr Christen, ihr mögt keine Roboter, aber schnippelt an euch selber rum, oder was? Eine neue Spezies. Viele der Salorim-Starkbewohner auf Soja Secundus haben auf Genmanipulation zurückgegriffen, um mit der unwirtlichen Umgebung auf dem Planeten besser zurechtzukommen. Die Änderungen, die sie an sich selbst vorgenommen haben, werden an ihre Nachkommen weitergegeben. Ihr physisches Erscheinungsbild verändert sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Sie haben damit begonnen, sich als Super Salorim Stark zu bezeichnen. Ja, und das finde ich wiederum super. Gut, eine verfügbare Tradition. Alter. Flottenkapazität wird sehr gut. Baukosten reduziert auch gut. Aber der Unterhalt der Schiffe, das machen wir. Ja. Denn wir möchten unsere Machtprojektion erweitern. Gucken wir mal. Jetzt seht ihr, Machtprojektion 1,06. Ist unsere Flotte schon zurück? Noch nicht zurück, oder? Hab ich das verpasst? Habt ihr das mitgekriegt, dass die Flotte angekommen ist? Ich hab's nicht mitgekriegt. Super. Mega toll. Dass wir das nicht mitgekriegt haben. Na gut, auf jeden Fall, die werden upgraden, die Leben. Wie geht's in unserem Admiral William Cavendish? Ja, den hat's halt auch ein bisschen angekotzt. Our ships have been improved. Dass er das so auf den Sack gekriegt hat, das war schon ein bisschen mies. Muss man sagen, das war ein bisschen mies, aber gut, was soll man machen? So. Und momentan, wir haben keinen Krieg zu erwarten. Wir würden dann hier unten weitermachen. Und jetzt aber die Friedenszeit. Ja, so sind wir halt. Wir würden die Friedenszeit zur Aufrüstung nutzen. The spirits have granted us new wisdom. Bauen einen Kreuzer. Leute, der Sklavenmarkt ist ja richtig geil. Fällt mir gerade so irgendwie auf. Das ist ja... Das kann uns jetzt den entscheidenden Push geben. Den wir natürlich dann zum Guten nutzen werden, Leute. Zum Guten werden wir. Und so seht ihr, und so schnell sind die Ideale dahin. So schnell sind die Ideale dahin. Und xenophobisch vielleicht doch nicht so schlecht. Ah, gut.
Jetzt warte mal. Uns fehlen hier Dienstleistungen. Wir haben noch einen Job. Okay. Dienstleistungen kriegen wir durch verschiedenes. Mich würde ein Handelsbezirk, würde mich prinzipiell mal reizen. Ach so, und dann kam natürlich die Frage auf, warum, warum ich da dauernd hier von Bergbau rede. Wir brauchen Bergbau. Und was baut der liebe Tobi dann? Der baut ein Stadtdistrikt. Ja, das, was soll ich sagen? Es ist halt passiert. Keine Ahnung. Vielleicht wollte ich, ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Vielleicht. Aber ich finde es alle mal lustig, ja. Ich wollte, vielleicht einfach mehr Wohnungen haben, dass man da ein bisschen Ruhe hat. Das denke ich meistens so. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Naja, gut, so war das halt. Was sollen wir jetzt auf so alten Kamellen rumreiten, Leute? Okay. Ollen Kamellen. Tempel, ein Tempel eigentlich. Ja, weil da haben wir nämlich, da haben wir auch Dienstleistungen und Konsumgüter. Nee, das kostet uns. Wir kriegen Einigkeit und Dienstleistungen. Das ist nicht verkehrt, aber wir haben schon einen Tempel. Ja. Sollen wir jetzt hier einfach mal den Bergbau hinbauen, wie ich es immer sage? Sollen wir das mal probieren? Sollen wir mal die Mineralverarbeitungsanlage hin basteln? Komm. Machen wir so, okay? Zufrieden? Hoffen wir. Ich hoffe es very much. Informationsstufe können wir hier auch wegmachen. So, wir haben die Produktion von Forschungsstationen 10% erhöht. Das ist super. Voll gut. Voll gut und wie ihr wisst, ich lege immer viel Wert auf Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit ist alles. Wenn man mobil ist, ja, dann müssen wir eigentlich fast machen. Ja. Aber die Schilde da unten müssen wir nicht so mobil sein, wenn wir wissen, wo wir kämpfen. Ja? Und einen Transithafen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Leute, wir machen die Schilde. Aber die kalte Fusion ist auch wichtig, sonst können wir die Schilde gar nicht nutzen. Energieverbrauch ist schon hoch. 41 Monate, ja, komm. Komm, machen wir. Machen wir, okay, gut. Und mal hier unten, wie sieht es da aus? Alles noch hier im Bereich hier. Gut, da wird der Außenposten gebaut, das ist in Ordnung. Hier unten, da sieht es eigentlich auch noch gut aus. Ist halt eine mega Welt. Ja, hier kann man richtig Nahrung rausklatschen und auf Industrie. Voll gut. Stabilität ist mehr als schwach. Die sind halt alle nicht so. The spirits have granted us new wisdom. Alle nicht so zufrieden. Xenophob und militaristisch. Das ist gerade schlecht für alle. Und die Sternenfestung. Jetzt geht's ab. Wir haben die Sternenfestung fertig. Habt ihr gesehen, wie der Preis gerade hier hoch ist? Wundervoll. Leute, wundervoll. Genau, und aufs Habitat wollten wir ja prinzipiell gehen, aber auf die Railgun, weil halt der Krieg da unten ist, ja, könnten wir auch gehen. Die Railgun, die wird uns gut helfen. Die wird uns ordentlich sogar helfen. Die Kristall ist alles wichtig, ins Habitat. Damit können wir halt richtig, richtig Gas geben dann, gell? Wenn wir Habitate ausbauen. Wir konsolidieren uns ein bisschen unser Reich mit Krieg und dann sehen wir weiter. Our ships have been improved. Na, hier sind wir mit dem Handel nicht verbunden. Moment. Wir gucken uns ganz kurz die Passstation an. Die müsste hier oben sein. Müsste eigentlich hier sein. Ja, tatsächlich ausfallen, okay. Gut, wir möchten nicht handeln. Vielleicht beim nächsten Mal, wir können gar nicht handeln, ja. Passstation. Ah, hier unten. Rechts, also einfach einen Rechtsklick drauf machen, ja, dann wird man dahin gefahren. So. Our ships have been improved. Passstation, gut. Und da haben wir unseren Passprime. Oh ja, wir kolonisieren den Planeten. In einem Our Jahr. Our ships und have drei been Monate. Improved. Das ist der Planet. Kolonisiert sein. Ich freue mich schon darauf. Oh Leute, ich freue mich schon darauf. Yes. Sorry, ich liebe es. Gut. Das Polvanitenregime ist im galaktischen Markt beigetreten. Und wir haben das Xeno Compassion Forum. Also Leute.
Lieber Frank, du hast 100% recht. Vielen Dank, lieber Frank. Ja, kann man doch so sagen. Finde ich voll gut. Dann werden wir dich jetzt fördern. Ja, das geht auch. Jetzt werden wir das nutzen. Und genau, die Beliebtheit muss über 20% liegen, dass wir uns für die Fraktion öffnen können. Das werden wir dann auch machen. Jetzt gucken wir mal. Keine Säuberung. Ja. Stopp. Stopp, halt. Grenzen schließen. Oh, die Polvaniten kommen in den Galaktischen Rat und machen gleich mal die Grenzen dicht zu uns. Das ist ja fein. Ihr seid ja richtige Wonneproppen, meine Lieben. Ihr seid noch weiter weg, aber macht schon mal die Grenzen zu. Das ist in Ordnung. Finde ich gut. Macht die Grenzen zu, Leute. Krass. Krass. So, wir möchten jetzt Richtlinien. Wir möchten Roboterarbeiter haben wir erlaubt. Wir möchten, ist klar, Säuberungen. Nur Deportation. Ha? Aber wir werden niemanden deportieren, wir werden das verbieten. Darum geht es uns ja jetzt gerade ein bisschen. Säuberungen sind verboten. Guck mal. Und dann sind die Xenophilen hier schon mit 2 Punkten auf unserer Seite. Sehr gut. Wir können jetzt, Föderation haben wir noch nicht. Alle Flüchtlinge willkommen. Können wir auch machen. Und das möchten wir eigentlich auch. Neuen Kontakt. Gut, das sind halt so blöde Sachen. Aber hier beeinflusst die Fraktionszustimmung mit 0%. Okay. Proaktive Erstkontaktprotokolle auch mit 0%, weil es schon uninteressant ist. Ich weiß nicht, wie das am Anfang des Spiels ist. Müsste man noch mal gucken, ob, wenn man noch kein anderes Volk kennt, ob das dann über 0% liegt, die Fraktionszustimmung, also die Beeinflussung der Fraktionszustimmung. Momentan ist es 0, macht auch Sinn. Föderation würde eigentlich Sinn machen, wenn wir das hätten. Gut, aber alle Flüchtlinge willkommen, das können wir mal machen. Alle Flüchtlinge willkommen, das machen wir auch. Gehen wir in die Richtlinien. Flüchtlinge können wir nicht. Okay, also wir können als... Okay, können wir nicht machen. Gut. Gut, dann haben wir da jetzt schon mal hier getan, was wir denn konnten. Machtprojektion 1,25, seht ihr? 1,25, sehr gut. Ja. Bauen wir da noch ein Schiffchen. Ja, Leute. Ich sag schon mal, prinzipiell, ja. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen mit der Folge. Ich hoffe, ich konnte euch einiges erklären. Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge habt, ey, es kommen von euch nur gute Sachen. Es kam bis jetzt noch nichts Blödes von keinem. Alles ist gut. Und ich finde es toll, wenn ihr aktiv dabei seid und die Sachen hier anschaut und wir das einfach gemeinsam erleben. Unser Reich, das ist was Besonderes. Das ist schön. Und ihr seid ein Teil davon und ich bin ein Teil davon. Und gemeinsam werden wir hier die Piraten rausschmeißen, Alter. Und ja, werden wir unser Reich umbauen. Das gefällt mir deswegen auch so gut, weil wir das noch in keiner Staffel jemals gemacht haben. Ja. Wir bereiten hier unten den Krieg vor gegen die Bösen. Wir sind selbstverständlich die Guten. Wir werden unser Reich umkrempeln und, mein lieber Mann, ja, wird gut. Wir müssen halt noch ein bisschen auf dem Sklavenmarkt einkaufen. Das, komm. Wir kaufen noch auf dem Sklavenmarkt. Okay. Wenn wir kaufen. Ja, jetzt. Pst. Wir gehen mal im Sklavenmarkt kaufen. Einfach, wenn wir es können. Okay. Wir nehmen hier die Ozeanwelt. Wen können wir denn da? Plus 20% ist halt blöd. Vielleicht er hier, Las Palmas. Ozeanisch plus 60%. Dann könnte er hier arbeiten. Ja, und der kostet auch noch mehr. Also, komm, er arbeitet dort. Passt. Auf der kontinentalen Welt. Plus 20% ist aber ein bisschen arg beknackt. Ja, es gibt gerade hier nur schlechte Sklaven auf dem Markt. Was ist denn da los? Aha, man kann runterscrollen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist ja auch so gut geschlafen. Gut, und ich bin halt einfach für die Roboter-Sklaven. Die können wir nämlich auch so ein bisschen vertreten. Ja, Leute, wir haben geschwind jetzt überall... Arbeiter, jetzt lass uns doch den Monat rumgehen und da oben hingucken. Oh Gott.
Moment. Inwiefern sich das jetzt hier hochboostet? Bumm, habt ihr gesehen? Ja. Messartin Prime, was ist hier los? Da ist die Stabilität schwach. Ja, das ist Ozeanwelt, Fabrikwelt. Wie seid ihr drauf? Militaristisch xenophob. Gut. Ja, wir möchten uns halt nach und nach mal öffnen hier. Ah, okay, wir haben jetzt eine Zustimmung. Ne, Unterstützung, die müssen wir, glaube ich, erhöhen. Die Unterstützung, gell, dass wir uns da öffnen können. Müssen wir uns... Ja, hier, genau. Beliebtheit. Also Beliebtheit größer 20%. Das ist halt auch blöd, die sollten dieselben Wörter nehmen. Ja. Und Unterstützung, also da brauchen wir 20%. Wir könnten uns quasi xenophob öffnen. Wir sind schon geöffnet. Ja, aber könnten. Wir könnten auch sagen, hier, da wird es jetzt gehen, seht ihr? Da könnten wir uns auch in der spiritualistischen Gesinnung öffnen. Ja, würde funktionieren. Ja, Leute. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Spiel am allermeisten, wenn wir was Neues dazulernen können. Voll gut. Leute, voll gut, ey. Und xenophob? 15%. Werden sich der Gesinnung öffnen momentan. Das ist zu wenig. Leute, 15% ist zu wenig. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen unterdrücken. Ja, was soll ich sagen? Also die möchten wir unterstützen, rausschmeißen. Die Pazifisten möchten wir auch nicht. Aber die unterdrücken wir schon. Sehr gut. Dann haben wir hier... Leute, macht das Ding da mal weg. Ah, okay. Die Militaristen, die würden wir auch mal ein bisschen unterdrücken. Jetzt gucken wir, ob wir da oben dann schon auf... fürs Xeno... Ah ne, hier, Xenophil, sorry, Xenophil 33%, ja gut, das wäre doch gut. Xenophil 33%. Passt, und so würden wir sogar auf 39% kommen. Seht ihr, also so können wir es schon langsam uns hinbiegen, die Gesellschaft, wie wir das möchten. Ja, gut, Leute, voll gut. Es wird, jetzt müssen wir noch hier bei der Stabilität halt mal gucken, dass wir die Dienstleistungen kriegen, und das haben wir noch nicht gelöst jetzt, das Problem. Das werden wir aber lösen. Und zwar, da muss man immer ein bisschen beten für die Dienstleistungen. Wichtig, da kriegen wir Einigkeit. Und ja, da werden wir hier ein bisschen beten gehen, Leute. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Nach einer etwas längeren Pause, ich weiß gar nicht, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, je nachdem, keine Ahnung. Schreibt eure Kommentare rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.